meine Fuzzi-Bärchen, so ein Ping erstmal. So, oder gibt's schon wieder ein Unboxing. Aber was soll ich sagen? Wenn es ein Label gibt, das 5 LPs für 35 Euro anbietet, inklusive Versand, dann sage ich einfach mal, her damit. Dedication Records, die hatten kürzlich so ein Angebot, wo man halt 5 LPs für 35 Euro bekommen kann. Und ich kannte davon, ehrlich gesagt, nur eine Band, hab mir aber mal gedacht, irgendwie, ey, komm, wie viel ist das pro Platte? 7 Euro oder was? Nicht lang schnacken, einfach mal bestellen, supporten. Und hier ist das Paket. Packen wir jetzt mal aus hier. Zack, hab wieder mein super geiles Messer. Küchenmesser. So, aus dem WMF-Messerblock. So, gucken wir mal rein hier. Was haben wir da? Ein Magazin. Das ist wieder gut fürs Scheißhaus, keine Ahnung. Interviews mit Gnostic Front, ja. Fürs Scheißhaus, dann ein Label-Sampler. Schön, gibt es auch noch dabei. Hier so ein schöner Label-Sampler hier. Dedication Records. So ein Promo-Pappschuber. Ein Aufkleber. Kommt auf meine Wand, obwohl der weiß ist. Ich packe ja nicht so gerne weiß auf, wir sollen ja mal alle schwarz sein, ne? Aber ja, komm, sind wir mal nicht so. Und jetzt nochmal, noch ein Magazin, noch Magazin, gleiches Ding, aber andere Ausgabe. So, was haben wir denn hier? Wie heißt das? Teresk innen außen. Sagt mir nichts, kenne ich nicht, keine Ahnung. Dann Harder They Fall, Red Race. Das ist ja irgendwie, das ist ja auch lustig, ne? Ich kenne nur The Harder They Come. Kennt ihr den Film? You can't stay here, you know, because I can't help you. I could make a record. I can sing, you know, mama. Yeah, sign here. And remember, I control this business. What's the meaning of this, huh? That means you get $20 for the record. $20, sir? That don't sound right. Mit hier, ach, wie heißt der nochmal? So ein Reggae-Film, Jimmy Cliff oder so? Ich bin mir nicht sicher. The Harder They Come, das ist richtig, richtig grober Film. Ja, und hier ist jetzt halt Harder They Fall, Red Race. Red Race auch ein Song von Bob Marley. This is the Red Race. Eigentlich hier. Aber die machen Hardcore. Das weiß ich, weil das haben sie ja schon da drauf geschrieben hier, ne? Das muss ja Hardcore sein. Okay, machen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Ghost Street. Was denn? Stagnation im Trümmer? Stagnation im Trümmer. Okay, Deutsch. Ja, ja, hier ist erstmal das Frontcover, ne? So, ja, hier, schön. Ja, ja, Und wenn man hinten drauf guckt, dann weiß man eigentlich auch schon, was einen da für Mucke erwartet, ne? Punk. Also wenn das nicht Punk ist, wäre ich sehr enttäuscht. Also so richtig raw, wenn er schon ein Iro hat. Und das ist die einzige Band, die ich aus dem Paket kenne. Ewig Endlich. Hier auch sehr schön. Das ist auch geil. Das ist ein schönes Gattefold. Das sieht sehr, sehr fein aus. I like. Doppel-LP sogar. Ja, was machen die? Das ist schwierig zu beschreiben. Ist das nur Black Metal? Ich weiß nicht. Eigenartige Musik, aber nichtsdestotrotz gut. Das war also so der Eyecatcher, weswegen ich gesagt habe, ach komm, lass das mal mitbestellen, weil die Platte alleine kann man locker 20 Euro so an Wert, ne? Und dann kriegt man die anderen sozusagen noch für 15 dabei. Manifestation, Fair Enough haben wir noch da drauf. Das wird ja wohl auch Hardcore sein. Das sieht man sieht schon immer an den Covern und an der ganzen Aufmachung, was einen da so erwartet. Und wenn man hinten drauf guckt, steht German Hardcore Family. Na, was mag da dann wohl drauf sein? Ja, Dedication Records, 35 Euro für 5 LPs. Da höre ich aber mal alleine rein, da nehme ich euch jetzt nicht mit auf die Reise. Ich wollte das einfach nur mal gemacht haben, um euch zu zeigen, dass es wirklich, wirklich, ja, dedicated Labels gibt, ne, die mit Herzblut bei der Sache sind, die manchmal solche Aktionen machen. Und dann kann man auch einfach mal aufs Blaue hinaus Platten bestellen.
finde ich schon ganz gut. Wenn ihr da Bock drauf habt, steht natürlich alles unten in der Beschreibung drin. Ja, ich bin froh, dass ich mal wieder ein bisschen was für mein Hardcore- und Punk-Fach getan habe. Das ist ein bisschen verwaist in letzter Zeit. Und die schöne Ewig Endlich. Vielen, vielen Dank für dieses Paket. In dem Sinne, supportet den Underground und nie vergessen, zu viel Internet ist ungesund, zu viel Fernsehen auch und zu viel Social Media erst recht. In diesem Sinne, schön Bier saufen jetzt hier, ne? Ping, ihr Fotzen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, ne? Und jetzt abschalten, ne? Abschalten, abschalten.